Ich bin relativ neu hier in der Friedrichsfamilie. Was? Könnt ihr nichts hören? Ja, doch. Also, das ganze Team ist da. Ich finde, es hat erstmal einen Riesenapplaus für das heutige Spiel verdient. Yeah! Wir haben auch die Schiedsrichter eingeladen, aber die sitzen noch beim Videobeweis. Ja, also ich möchte mich ganz, ganz herzlich für eure Unterstützung in diesem Jahr bedanken. Ihr seid, die meisten von euch oder fast alle sind Dauerkartenbesitzer, ihr seid die wirklich treuen Fans der Hamburg Friedrichs. Ihr habt in diesem Jahr wirklich eine ganze Menge mitmachen müssen. Es ist sportlich nicht so gelaufen, aber ich darf euch eins versichern, dieses Team, was hier hinter mir steht, ist genauso wenig zufrieden damit, wie wir alle, dass es sportlich nicht so gelaufen ist und hat das Versprechen abgegeben und Besserung gelobt. Und ich bin ganz sicher, wir werden in 2010 andere Hamburg Friedrichs erleben. Das ist ein Versprechen von meiner Seite an euch. Also ich bin erst, wie gesagt, ein paar Wochen dabei in eurer Familie. Es gibt ein paar Sachen, die gefallen mir nicht so gut. Nicht an euch, sondern an den Hamburg Friedrichs. Es gibt ein paar Sachen, die finde ich ganz toll. Es gibt ein paar Sachen, über die denke ich viel nach. Was ich unter anderem ganz besonders toll finde, ist das, was unser John Tripp macht. Und deswegen würde ich unser Nationalspieler John... John ist heute, ihr werdet es möglicherweise vorhin durch Martin Baum gehört haben, zusammen mit Alex Bartha in die Nationalmannschaft für Vancouver und für die Olympischen Spiele berufen worden und wird dort die Farben aus der Hamburg Friedrichs und für Deutschland natürlich vertreten. Also was ich gemeint habe, als ich gesagt habe, dass ich das so toll finde, was John macht, das ist natürlich seine Stiftung und das ist das, was ihr vor allen Dingen unterstützt, damit, dass ihr Lose kauft. Das ist ein ernstes Anliegen, aber man kann...